Lustige Synchros und irre Videos machten Cold Mirror zum ersten großen YouTube-Star in Deutschland. Mit Leichtsinn, von dem in Katrin Frickes Jugend aber nur wenig zu spüren war. In diese dunklen Phasen begeben wir uns jetzt gemeinsam. Wenn es dir also derzeit nicht so gut geht, solltest du dieses Video ausnahmsweise mal überspringen. Ich will nicht mehr leben. Diesen Satz schrieb Cuddy kurz vor ihrem 18. Geburtstag in ihr Tagebuch. Sie war an ihrem absoluten Tiefpunkt angelangt, denn seit sie 12 Jahre alt war, fraßen sich düstere Gedanken in ihr Hirn. Wie ein Monster, sagt sie. Ein Monster, das sie Blob nannte. Ich hab keinen Bock mehr. Die Welt ist scheiße, ich bin scheiße, ich bin auch für nichts gut. Und mittlerweile fesselte sie der Blob sogar an ihr Bett. Das Zimmer verlassen und Freunde treffen? Dazu fehlte ihr der Antrieb. Kleinigkeiten wie duschen gehen, Haare kämmen und anziehen waren schon ein Ding der Unmöglichkeit. Cuddy schaffte es ja nicht einmal aufzustehen. Nur mit einem Stift in der Hand konnte sie noch etwas anfangen. Wenn überhaupt. Doch es sei gar nicht die Traurigkeit gewesen, die sie seit ihrer Kindheit fertig machte. Es war die Abwesenheit von Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass sie irgendwann wieder Freude empfinden kann. Dass ihre Eltern endlich versuchen zu verstehen, was sie belastet. Dass sie aufhören, die offensichtlichen Probleme totzuschweigen, anstatt sich an Oberflächlichkeiten aufzuhängen. Cuddy und ihre Schwester spürten schon lange, dass es nicht gut um die Beziehung der Eltern stand. Aber geredet wurde darüber im Hause Fricke nie. Diese Stille sei kaum auszuhalten gewesen. Aber sie hielt an, über Jahre. Cuddy fügte sich dem Schweigen und tat es ihren Eltern gleich. Sie vertraute sich niemandem an, außer ihrem Tagebuch. Wieso bin ich so anders? Ich will nicht so sein. Ich will, dass es aufhört. Und doch spürte zumindest ein Mensch, wie schlecht es um sie stand. Ihre beste Freundin Corinna schleppte sie zu einer Jugendberatungsstelle und plötzlich platzte es aus Cuddy heraus. Es gibt echt wenig Sachen, die mich glücklich machen. Alles, was ich kann und alles, was ich mag, ist irgendwie sinnlos und lächerlich. Ich sehe keinen Sinn dahinter, weiterzuleben. Es tat ihr gut, über den Blob zu sprechen, aber ändern sollte sich nichts. Rückblickend vermutet Cuddy, dass die Dame nicht therapeutisch, sondern eher berufsberatend tätig und dementsprechend leider überfordert war. Und so lief alles weiter wie gewohnt. Cuddy versuchte, die Realität zu ignorieren und fand Halt in ihrer Fantasie. Mr. Spock und Professor Snape gingen einkaufen. Da kamen plötzlich die Ninja Turtles und wollten Pizza. Wirklich aufgehoben fühlte sie sich nur bei Harry Potter. Auch er wurde von seiner Familie ausgeschlossen. Harry fand Hoffnung in der neuen Zauberwelt und Cuddy darin, zu erfahren, wie seine Geschichte weitergeht. Sie selbst sagt, dass es zu kitschig klingt, um wahr zu sein, aber der Kerl habe sie gerettet. Wegen Harry habe sie ihren Selbstmord vertagt. Und während Cuddy gebannt auf neue Fantasieabenteuer wartete, lichtete sich die Dunkelheit plötzlich auch in der Realität. Oh, ich freue mich schon so auf das nächste Harry Potter Buch. Eines Nachts verschwand Cuddys Mutter und trennte sich von ihrem Mann. Was für andere Kinder den Zusammenbruch der Welt bedeutet hätte, beschreibt Cuddy als einen der besten Momente ihres Lebens. Auch wenn deshalb ein Umzug in eine kleinere, schrottige Wohnung zu ihrer Mama anstand, Cuddy konnte zum ersten Mal, ohne verurteilt zu werden, die sein, die sie ist. Inklusive Blob. Die neue Lebenssituation half Cuddy dabei, mit dem Blob anders umzugehen, ihn nicht als Monster zu betrachten, gegen das sie kämpft, sondern als etwas, mit dem sie zusammenarbeiten muss. Ich komme in Frieden. Verschwinden wird es nie. Wieso das Ding also nicht einfach annehmen? Und plötzlich war da dieses Glücksgefühl. Diese Erkenntnis, dass Cuddy ihr Leben jetzt genauso führen kann, wie sie es möchte. Und dass dieses Leben sich zu leben lohnt.
Zum ersten Mal seit Jahren blickte sie hoffnungsvoll in die Zukunft. Ja, nicht so viel passiert in letzter Zeit. Morgen ist mein erster Tag in der Uni. Aufregend. Eigentlich ist alles okay. Okay, das Studium enttäuschte sie ein bisschen, denn sie wollte lieber selbst kreativ werden und nicht nur darüber lesen. Diesem Drang gab sie dann eben in ihrer Freizeit nach. Doch gerade als alles aufzugehen schien, schlug das Schicksal noch einmal zu. Die Trauer um ihre geliebte Schwester zerriss Kadi das Herz. Und doch war der Schmerz ein anderer als der, den sie in ihrer Jugend gespürt hatte, sagt sie. Seitdem weiß Kadi erst so richtig, wie übel die Gefühle von damals waren und dass Depressionen mit einer ganz eigenen Wucht einschlagen. Ich habe lange Zeit mein Leben überhaupt nicht genossen, weil ich unbedingt normal und happy wie alle anderen sein wollte. Aber ich bin nicht wie alle anderen. Meine Wünsche und Träume und auch die Hürden, die ich überwinden muss, sind ganz anders als die von normalen Leuten. Denn ich kann nichts dafür. Das war eine Krankheit. Das ist Depression. Und die kann man nicht mit einem Zauberspruch einfach weghexen, sondern man muss lernen, damit umzugehen. Und dann gibt es irgendwann immer mehr Tage, an denen man es überhaupt nicht merkt und an denen alles okay ist. Falls dieses Video negative Gedanken in dir ausgelöst hat und du mit jemandem darüber sprechen möchtest, findest du hier Infos zu kostenlosen und anonymen Beratungsstellen. Mehr zum Thema Depression findest du übrigens auch bei Psychologik. Und eine weitere interessante Biografie ist hier ebenfalls verlinkt. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograph.